Hallo Fabian, wir haben dich jetzt hier gerade beim Skitest beobachtet. Für wie viele Athleten bist du denn zuständig? Im Moment bin ich für 2 Athleten zuständig. Und das sind? Christoph Stefan und Evi Sachenbacher-Steele. Und ihr habt jetzt gerade Ski getestet. Wie viele Skier hattet ihr denn jetzt mit dabei? Also heute hatten wir 6 dabei. Morgen wird sich's reduzieren auf 4. Und daraus werden wir dann den Wettkampfski auswählen. Und für uns Zuschauer sehen ja alle Ski eigentlich vom Prinzip her gleich aus. Was sind denn jetzt hier die Unterschiede an den Ski? Ja, der Unterschied liegt im Schliff. Wir haben jetzt hier mittlere Schliffe und auch Nassschliffe. Und da liegt der Unterschied. Also sie sind teilweise gröber, teilweise ein bisschen feiner. Und da ist der Unterschied halt drin. Und für welche Ski habt ihr euch dann jetzt heute entschieden? Sind es eher die nassen, weil es sind ja doch ziemlich warme Temperaturen, oder die mittleren? Ja, wir haben uns für die mittleren im Moment entschieden. Einen transparenten und einen mit schwarzem Belag. Und aus diesen 3 Paar, die ihr jetzt noch übrig habt, sucht ihr dann morgen den Wettkampfski heraus? Ja, da werden wir noch 1 bis 2 Paar dazu tun und danach werden wir aus diesen 5 Paar Ski einen Wettkampfski rausholen. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass ihr ein gutes Händchen morgen bei der Skiwahl habt und wünsche euch viel Glück. Wann geht's denn bei euch los morgen, die Techniker? Wann steht ihr auf? Also ich werde, denke ich mal, so 7:30 aufstehen, um 8 Frühstück und danach 4 Stunden vorm Anschießen werden wir da sein. Dann viel Spaß, eine ruhige Nacht und nicht so viel Regen auf jeden Fall. Danke, Fabian. Ja.